Willkommen bei einem neuen spannenden Quiz. Diesmal geht es um dein Wissen bezüglich Muskeln und Muskelgruppen. Dieses Quiz funktioniert folgendermaßen. Ich gebe dir einige Aussagen zu Muskeln vor und du entscheidest für dich, ob sie richtig sind oder falsch. Am besten schaust du dir das Video ein- oder zweimal an und danach versuchst du mitzuraten. Wenn du nur den Ton hörst, dann blende ich die Antworten, ob richtig oder falsch, nur visuell ein. Und so kannst du dein Wissen sehr rasch überprüfen. Viel Freude beim Mitraten! Der Musculus iliopsoas macht eine Flexion und Außenrotation in der Hüfte. Und er macht eine Seitbeugung in der Lendenwirbelsäule, also zumindest der Psoas-Anteil. Und kann er auch den Rumpf vorbeugen bei fixiertem Bein? Nächste Frage. Der Musculus iliacus entspringt von der Fazies Glutealis ossis ilii, medial neben dem Kreuzbein. Nächste Frage. Die Musculi peronei, also peroneus longus und brevis, sind für das Heben des seitlichen Fußrandes zuständig, sind also Pronatoren. Nächste Frage. Der Musculus tricepsure bildet die hinteren oberflächlichen Wadenmuskeln und besteht aus drei Anteilen, die zur Achillessehne verschmelzen. Nächste Frage. Der Musculus gastrocnemius entspringt über dem Trochanter major und minor des Femurs. Die beiden Muskelbäuche des gastrocnemius gehen in eine gemeinsame Sehne über und setzen zusammen mit dem sartorius am Tuber des calcaneus der Achillessehne an. Nächste Frage. Der Musculus tibialis anterior, der Musculus flexor digitorum longus, der Musculus flexor pollicis longus ziehen um den medialen Malleolus, also um die Tibia herum. Nächste Frage. Der Musculus soleus entspringt vom Caput fibulae und der Hinterfläche der Fibula, also aus dem proximalen Drittel, und der Hinterfläche der Tibia, der Linea musculi solei. Nächste Frage. Der Musculus quadriceps setzt mit dem Ligamentum patelle an der Tuberositas tibiae an. Nächste Frage. Der Musculus quadriceps umschließt die Patella und diese ist ein Sesambein. Nächste Frage. Der Musculus vastus medialis entspringt am Labium mediale der Linea aspera. Die nächste Aussage, der Musculus rectus femoris entspringt an der Spina ischiadica. Nächste Frage, der Musculus rectus femoris zieht über zwei Gelenke. Und noch eine Aussage, der Musculus quadriceps ist der stärkste Beuger im Kniegelenk. Und noch ein Set Fragen. Der Musculus iliopsoas ist der wichtigste Beuger im Hüftgelenk. Er kann den Rumpf beugen und im Liegen den Rumpf bei gestreckten Beinen heben. Nächste Aussage. Der Musculus iliacus entspringt von der Fossa iliaca bis zur Spina iliaca anterior inferior. Noch eine Aussage. Der Ansatz vom Musculus iliopsoas ist der Trochanter major. Und die letzte Frage des Tages. Der Ursprung vom Psoas major, also oberflächlicher und tiefer Anteil, ist der 12. Brustwirbelkörper und der 4. Lendenwirbelkörper, sowie die Bandscheiben und die Processi costalis Lendenwirbelkörper 1 bis 4. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit diesen Fragen beim Lernen unterstützen und wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Prüfungen.